Willkommen bei Bildner TV. Heute helfen wir euch, die EOS M200 von Canon schnell kennenzulernen. Macht ja auch Sinn, die Canon kennenzulernen, gell? Die kleine APS-C-Systemkamera mit Wechselobjektiven ist der ideale Einstieg in die ernsthafte Fotografie und auch der ideale Einstieg beim Filmen. Und damit ihr bei den vielen Funktionen der EOS sofort den Überblick habt, zeigen wir euch alles, was ihr für den Anfang wissen müsst. Viel Spaß mit der M200 und unserem Schnelleinstieg. Hallo, ich bin die Caro. Hi, ich bin der Christian. Ja, wir hatten jetzt ja schon gesagt, die M200 ist eine tolle Einsteigerkamera. Aber wie sieht's aus? Können Profis auch was damit anfangen? Also ich meine Profis, ich würde jetzt nicht auf ein professionelles Fotoshooting mit hochbezahlten Models mit dieser Kamera gehen. Aber grundsätzlich ist diese Kamera auch für Profis interessant, die zum Beispiel im Bereich Vlogging arbeiten. Also wenn ich als YouTuber arbeite und mich immer mal wieder selber filmen muss, und YouTuber können ja durchaus auch Profis sein, jetzt nicht unbedingt Fotoprofis, aber eben auf ihrem Gebiet, da ist die Kamera wahnsinnig interessant. Aber jetzt für mich als Profi im Bereich der Fotografie würde ich sagen, die Kamera ist eine tolle Zweitkamera, also um sie einfach mal mit dabei zu haben, um vielleicht mal ein paar Making-ofs zu filmen oder zu fotografieren, also da durchaus. Aber na klar, ich meine, das ist eine Einsteigerkamera, eine Amateurkamera, und die erfüllt natürlich nicht die Ansprüche, die ein Profifotograf hat an der Kamera. Also ich finde sie ja sehr handlich. Ist sie, absolut. Das ist das Tolle, man kann sie einfach immer mit dabei haben. Klar, Schauen wir uns mal die Eckdaten an. Was kann die Kamera alles so? Die M200 ist eine APS-C-Kamera, das heißt, sie hat einen Sensor, der um den Faktor 1,6 kleiner ist als das vergleichbare Kleinbildformat. Der Sensor hat eine Auflösung von 24 Megapixeln. Sie spielt ungefähr in der gleichen Geräteklasse und Preisklasse wie die Sony Alpha 6100. Das ist so eine ähnliche Kamera. Die M200 kostet mit dem Standardobjektiv 15 bis 45 mm IS-STM 550 Euro. Jetzt im Moment, wird sicherlich noch günstiger werden in den nächsten Monaten. Man kann sagen, für diesen Preis kriegt man eine tolle Kamera. Also nur zum Thema Preis-Leistungs-Verhältnis. Also 550 Euro ist eine echte Hausnummer. Also damit kann man eigentlich nichts falsch machen, nur so nebenbei. Die Kamera hat im Vergleich zur M100 ein überarbeitetes Autofokussystem mit jetzt 143 Autofokus-Messfeldern und nicht mehr nur 49 Messfeldern wie bei der M100. Sie hat nach wie vor oder immer noch den Dual-Pixel CMOS AF Autofokus und hat aber auch einen phasenbasierten Autofokus, dazu noch mehr, weil der ein bisschen problematisch ist beim Videofilmen mit 4K, aber dazu sagen wir nachher noch was. Übrigens, wir machen noch ein Video zum Thema Videofilmen, ein Video zum Thema Videofilmen mit der M200. Nur falls euch besonders die Videofunktionen der M200 interessieren, schaut mal nach. Wir machen da noch ein Video dazu, wie man eben idealerweise mit der Canon filmt. Was haben wir noch neu? Also jetzt vom Body her hat sich zur M100 nicht viel geändert. Die Anordnung der Bedienelemente ist eigentlich die gleiche. Wir haben hier oben das große Einstellrad, den Einschalter, den Auslöser. Hinten die Bedienelemente sind auch identisch. Das Display lässt sich hochklappen und auch nach vorne klappen. Natürlich wird dann die Bildschirmansicht gespiegelt. Das ist für Vlogger interessant, die sich eben selber filmen. Wir haben als neues Dateiformat C-RAW, also nicht mehr das reine RAW-Format, das sehr groß ist, unkomprimiert und wirklich alles an Informationen beibehält, das der Sensor aufnimmt. Nein, wir haben jetzt dieses C-RAW-Format dabei, das ist ein leicht komprimiertes RAW-Format. Also die Dateien werden kleiner, erhalten aber immer noch deutlich mehr Informationen als zum Beispiel das runtergerechnete JPEG-Format. Außerdem ist bei der M200 im Vergleich zur Vorgängerin die Tonwertpriorität verbessert worden. Das heißt, ich habe jetzt mit eingeschalteter Tonwertpriorität, muss man im Kameramenü aktivieren, noch mehr Dynamikumfang. Das heißt, die Helligkeitsunterschiede in dem Bild, zum Beispiel bei einem hellen Himmel und einem dunklen Vordergrund, sind noch besser zu erfassen.
Der Kreativassistent, das ist gerade für Einsteiger ein Fotomodus, ein Aufnahmemodus, wo man sehr, sehr einfach bildgestalterische Faktoren verändern kann. Also dieser Kreativassistent, die zeigen wir nachher noch, der ist auch überarbeitet worden und verbessert worden. Hinzugekommen ist ein Modus Nachtporträt. Bei Nachtporträts ist ja immer die Schwierigkeit, dass man das Porträt, also den Menschen im Vordergrund und den Hintergrund so belichtet, dass beides irgendwo sichtbar ist und gut aussieht. Das funktioniert also im Modus Nachtporträt jetzt besser als bei der Vorgängerin. Der Weißabgleich ist so ein Thema, wobei das eher eine Spezialgeschichte ist. Wenn man denn mit dem manuellen Weiß, beziehungsweise mit dem automatischen Weißabgleich arbeitet, gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann den entweder auf ganz neutrales Weiß einstellen oder auf ein etwas wärmeres Weiß. Wenn ich zum Beispiel Innenräume fotografiere, die mit Kunstlicht ausgeleuchtet sind, dann habe ich ja ein relativ warmes Licht normalerweise, also eher ein rötlich-gelbliches Licht. Also ich kann den Weißabgleich so einstellen, dass er auch dieses warme Licht einfängt und nicht knallweiß alles macht und dann und die Bilder dann sehr klinisch aussehen. Was haben wir noch? Beim Filmen. Filmen ist ganz interessant. Es gibt jetzt auch eine Zeitlupenfunktion. Der Wermutstropfen ist, dass die Zeitlupenfunktion leider nur 720p Material liefert. Das heißt, relativ kleine Auflösung, aber immerhin mit 120 Bildern pro Sekunde. Also da kann ich schon heftige Zeitlupen produzieren. Ich kann mit der M200 mittlerweile in 4K filmen. Auch dazu gibt es einen kleinen Wermutstropfen, weil die Kamera dann den Bildwinkel extrem beschneidet. Also wenn ich jetzt hier ein 15mm Objektiv habe, das beim Fotografieren wirklich 15mm liefert, würde es bei 4K nur ungefähr, ich schätze mal, 30mm bringen. Also das heißt, der Bildausschnitt wird kleiner beim 4K filmen. Aber immerhin kann man 4K machen. Und dann hat die Kamera mittlerweile die Möglichkeit, dass man 6 Bilder pro Sekunde im Serienbildmodus aufnimmt. Und das ist schon cool für so eine kleine Kamera. Ja, das waren jetzt ziemlich viele Informationen auf einmal. Ihr könnt alles nachlesen in unserem Buch über die EOS M200, geschrieben von unseren Profifotografen Sänger. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link dazu. Nochmal zurück zu dem Body dieser kleinen handlichen Kamera, das Objektiv. Kann ich das auch wechseln? Passt ja, klar, da Objektive klar. Von anderen ist Canon ja, auch drauf? Genau. Also es gibt, das Canon-Objektivprogramm ist ja riesig. Es gibt EF-Objektive, die haben einen etwas größeren Durchmesser. Es gibt EFS-Objektive und eben diese EFM-Objektive. M passt natürlich, also sämtliche Objektive mit der Bezeichnung EFM passen an die Kamera ganz automatisch. Dann gibt es aber noch einen Adapter, um eben EFS und EF-Objektive auch zu adaptieren, die dann eben auch an der kleinen M funktionieren. Das heißt, theoretisch könnte ich mir eine 600mm Telebrennweite für 14.000 € kaufen und mit dem Adapter an diese kleine Kamera schrauben. Wird natürlich keiner machen, aber nur zur Verdeutlichung. Also es gehen alles sämtliche, ja im Prinzip ist alles möglich, was irgendwo einen Canon-Anschluss hat. Auch zum Beispiel Fremdobjektive von Sigma, von Tamron, wem auch immer, passen eben mit diesem Adapter ans Objektiv. Also ich habe die volle Bandbreite zur Verfügung. Standardobjektiv, wenn man die Kamera kauft, also im Kit kauft, ist es 15 bis 45 mm. Es ist ein IS-Objektiv, also hat einen internen Bildstabilisator und es ist ein STM-Objektiv. STM bedeutet, dass der Fokusmotor, der die Kamera eben, der das Objektiv scharf stellt, sehr, sehr leise ist. Also es ist super geeignet fürs Videofilmen. Also alle Objektive, die diesen Zusatz STM in der Bezeichnung haben, sind gerade fürs Filmen, auch mit Autofokus, sehr gut geeignet, weil eben die Töne nicht von der Kamera aufgenommen werden. Was gibt es sonst noch zu dem Objektiv zu sagen? Es ist nicht sonderlich lichtstark, also es ist jetzt nicht unbedingt ein Objektiv, mit dem ich irgendwo im Dunkeln Reportage machen kann, aber als Standardobjektiv für den Einstieg perfekt geeignet. Ja, und jetzt gehen wir in die Praxis. Genau. Zeig doch mal, wie man schnell ein paar Fotos macht mit dieser schnell kleinen Kamera. Schnell ein paar Fotos, genau. Also ganz simpel, hier oben Ein- und Ausschalter, man schaltet ein. Blub, ist die Kamera da und zeigt auf dem Display auch schon an, was ich denn hier fotografieren könnte. Und dann habe ich eben hier oben auf dem Wahlrad die Möglichkeit, entweder ich aktiviere die Vollautomatik, das übliche Symbol mit dem großen A und dem Pluszeichen dran. Hierbei analysiert die Kamera eine Szenerie, die sich vorher abspielt und stellt dann einen der Aufnahmemodi ganz automatisch ein. Das heißt, wenn jetzt hier haufenweise Leute vor der Kamera rumlaufen würden, dann würde sie einen Porträtmodus einstellen. Wenn die Kamera eine Landschaft interpretiert, dann stellt sie ganz automatisch auf Landschaften ein. Also das ist der Automatikmodus, der auch wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen ist.
Jetzt kommt der Kreativassistent dazu, von dem wir vorhin schon geredet haben. Hier unten rechts ist ein kleines Symbol, so eine Palette mit einem Pinsel drauf. Da tippt man hin und dann kommen verschiedene Faktoren in Bezug auf die Bildgestaltung, die ich hier über diesen Kreativassistenten verändern kann. Da geht es zum Beispiel um den Faktor Hintergrundunschärfe. Also möchte ich, dass der Hintergrund unscharf ist oder möchte ich alles scharf haben? Es geht um die Belichtung. Also ich kann die Helligkeit hier über einen ganz simplen Schieberegler verändern. Ich kann den Kontrast verändern. Ich kann die Farbsättigung ändern. Ich kann die Farbstimmung ändern. Das hier macht alles der Kreativassistent, ohne dass ich irgendwo tiefer in die technischen Daten und die technischen Möglichkeiten der Kamera eingreifen muss. Das ist also wirklich eine geniale Sache, um einfach nur schnell schöne Fotos zu machen. Der Kreativassistent, der steht auch zur Verfügung, wenn ich in den anderen Modi arbeite. Wobei, wenn ich jetzt hier oben das Wahlrad umstelle auf die eher fortgeschrittenen Fotomodi, dann habe ich auch die Klassiker zur Verfügung, manuelle Belichtung, also da stelle ich dann Blende, Brennweite, ISO-Wert, alles manuell ein. Ich habe mit einem Fingertipp hier oben auf das Symbol die Möglichkeit, die anderen Modi auszuwählen, die die halbautomatischen Belichtungsprogramme AV, TVP, also Blendenvorwahl, Zeitvorwahl oder Programmautomatik. Und dann kommen auch diese ganzen klassischen Aufnahmenmodi für Szenen, zum Beispiel Sport, zum Beispiel Porträt, Landschaften, Essen und. Die habe ich hier auch alle zur Verfügung. Mhm. Und je nachdem, welches Programm ich ausgewählt habe, habe ich eben noch zusätzlich Möglichkeiten, bestimmte Bildgestaltungs- bzw. Belichtungsfaktoren zu verändern. Das kommt immer darauf an, welches Programm gerade aktiv ist. Also die kleine Kamera gibt richtig viel her. Die gibt wahnsinnig viel her. Also ich kann professionell damit arbeiten, indem ich eben wirklich Zugriff auf Blende, Belichtung und alles habe und weiß auch gleich. Aber ich kann mich auch wirklich darauf verlassen und sagen, hey, ich möchte einfach nur ein paar Familienfotos knipsen, habe gar keine Lust, mich jetzt mit Blende und sonst wie zu beschäftigen. Ich schalte den Kreativassistenten ein, verändere vielleicht noch ein bisschen die Farbstimmung oder die Helligkeit und passt. Also die Kamera ist für den Einstieg genial. Und klappt das Filmen mit der M200 auch so einfach wie das Fotografieren? Ganz genau so simpel. Es gibt hier oben auf dem Programmwahlrad auch eine Einstellung Filmen. Also ich kann hier einfach das Programmwahlrad auf Film stellen, habe dann alle Möglichkeiten. Auch hier hinten auf dem Display sehe ich, welche Einstellungen ich zur Verfügung habe. Man kann sowohl manuell als auch komplett automatisch belichten beim Filmen. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, verschiedene Framerates, also Bildwiederholraten und Auflösungen einzustellen, also 720p, 1080p, 4K. Was ich aber persönlich jetzt ganz, ganz interessant finde, wenn ich jetzt hier oben in einem Fotomodus bin, dann kann ich einfach hier hinten über den Record-Button, also hier gibt es ja so einen kleinen roten Schalter, wenn man da draufklickt, nimmt die Kamera Videos auf. Unabhängig davon, ob ich jetzt gerade in einem im Videomodus bin, finde ich sehr interessant. Weil wenn ich gerade irgendwo in der Szenerie bin und mir denke, ach, da möchte ich jetzt nicht nur einen Schnappschuss haben, sondern auch einen Videoschnappschuss, also eine kleine Videosequenz. Ich drücke einfach nur auf den Record-Button hier hinten und die Kamera nimmt mit den Belichtungseinstellungen, die gerade da sind, auch ein Video auf. Finde ich total cool. Und wenn ich dann eben ernsthaft Video filmen will, also mit ein bisschen Vorbereitungszeit und ein bisschen Ruhe, dann stelle ich eben hier oben den Videomodus ein und habe dann die Möglichkeit, auch manuell zu belichten. Ja, diese kleine Kamera gibt wirklich richtig viel her. Richtig, deshalb machen wir auch noch mehr Videos zum Thema. Also abonniert uns, damit ihr nichts verpasst. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare eure Erfahrungen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei Bildner TV. Ciao. Ciao.